Kommt wieder zurück! Kommt zurück, ja! Kommt zurück und kämpft! Hunde sind doch nicht gefährlich! General Wundworths Leiche wurde nie gefunden. Es wäre möglich, dass er sein wildes Leben irgendwo anders weiterlebt. Aber von diesem Tage an erzählten die Kaninchenmütter ihren Jungen, dass wenn sie nicht artig wären und tun würden, was man ihnen sagt, sie der alte Wundwort holen würde. So lebte Wundwort in der Erinnerung der Hasen fort. Und vielleicht wäre ihm das nicht mal unrecht gewesen. Friss ist sein Freund gewesen. Und jeden Abend, wenn Friss seine Tagesarbeit getan hat und bequem im rötlichen Himmel liegt, kommen El Arai Ra und seine Kinder und Kindeskinder aus ihren Löchern heraus, fressen Gras und spielen vor ihm. Denn sie sind seine Freunde. Und er hat ihnen versprochen, Hazel, dass sie nie vernichtet werden können. Hazel. Du kennst mich, nicht wahr? Nein, ich glaube nicht. Oh ja, doch, Herr. Ich kenne dich. Ich bin gekommen, um dich zu fragen, ob du mit in mein Reich kommen möchtest. Wir würden uns freuen, dich bei uns zu haben. Ich weiß, dass es auch dir gefallen würde. Du bist sicher müde, nicht wahr? Wenn du also bereit bist, können wir gehen. Du brauchst dir um sie keine Sorgen zu machen. Sie werden es gut haben. Und Tausende nach ihnen auch. Wenn du mit mir gehst, zeige ich dir, was ich meine. Die ganze Welt wird dein Feind sein. Fürst mit tausendfachen Feinden. Und wann immer sie dich fangen, werden sie dich töten. Aber erst müssen sie dich fangen. Gräber, Lauscher, Läufer, Fürst der schnellen Warnung. Sei schlau und voller List, und dein Volk wird nie vernichtet werden.